Hallo! Ja, herzlich willkommen zum ersten richtigen Infovideo mit ordentlicher, naja, das heißt ordentlicher, mit besserer Mikroqualität als ein Handy. ja, die Mobis Track Cypher wurde angekündigt. Ich habe ein paar Fragen dazu bekommen, ein paar Fragen dazu beantwortet, habe ein paar Zusagen von Leuten bekommen, die gerne mitmachen würden. Freue mich auf eine Frage, die ist extrem. Es gibt also auch Leute, die sich jetzt in der Quali eine Challenge gemacht haben. Ihr könnt einfach über irgendwas rappen eigentlich, aber ihr könnt euch auch gerne eine Challenge geben. Wird alles berücksichtigt in der Bewertung. Yeah. Was jetzt nicht heißen soll, dass Leute, die keine Challenge machen, nicht schlechter bewertet werden. Wisst ihr, was ich meine, so, ne? Ja, auf jeden Fall die Frist, liebe Leute. Die Frist wird ab jetzt starten. Wir haben jetzt den 24.09. Heute ist ein wunderschöner Samstag. Ich liebe Samstage, da kann man auch schlafen. Ja, ab heute wird die Frist laufen und ich setze kein Ende fest vorerst für die Frist. Ihr könnt ab jetzt alle einsenden, die wollen. Alle Qualis werden nacheinander hochgeladen. Ich werde vorher mal ganz kurz was zu euch sagen. Bevor ihr hochgeladen werdet, also vielleicht einen Tag vorher oder so. Und ich werde einfach irgendwann sagen, so, jetzt ist Schluss. Keine Ahnung, 3, 4, 5 Wochen vielleicht. Und dann wird Schluss mit der Frist sein. Also, ihr solltet vielleicht bald anfangen, eure Qualis zu drehen, weil 4, 5 Wochen gehen schneller um, als ihr denkt. Und dann habt ihr am Ende keine Quali eingesehen und verpasst das die beste Track-Cypher, die Mowry jemals gemacht hat. Also, es ist auch die erste Track-Cypher, die Mowry jemals... egal. Und ja, wenn ihr jetzt noch irgendwelche gravierenden, richtig wichtigen Fragen haben solltet, schreibt sie unten in die Kommentare, schreibt mir auf Facebook, schreibt mir auf Skype. Und ganz wichtig, wenn ihr eure Quali einsendet, denkt an alles, was dabei sein soll. An die Lyrics, an den Kontakt ist wichtig. Weil es wird nämlich so sein, dass ich... Wenn ihr euch jetzt euer erstes Battle habt, sagen wir mal MC1 hier gegen MC2... Dann kann ich jetzt nicht einfach sagen, hey, du da und du, ihr macht jetzt einfach Trap-Challenge. Obwohl ihr beide so, ich mag gar keinen Trap, ich weiß nicht, wie man da float, ich bin scheiße, ich hab eine Kartoffel am Fuß, keine Ahnung. Sondern ich werde euch als Battle 2, 3 Challenges vorschlagen. Zum Beispiel, hey, macht Trap, keine Ahnung, Storytelling und nicht Hip-Hop-Beat oder sowas. Dann könnt ihr beide euch auf eine Challenge einigen. Und wenn es später an die Rückrunden geht, werde ich so sagen, hey, du machst jetzt entweder das, das oder das und du machst entweder das, das oder das. Und dann kann jeder sich eine Challenge aussuchen, die er davon am besten findet von den dreien. Und diese wird dann auch in der Rückrunde bekommen. Also ihr wird etwas freie Wahl haben, also trotzdem begrenzt, aber trotzdem etwas freiere Wahl. Denn denkt dran, ich gebe immer auch die Challenges vor. Und das heißt nicht, ich möchte aber das machen. Das ist egal. Ich bin hier der Typ, der das hier typt und deswegen type ich euch die Typen-Challenges. Wisst ihr Bescheid. Ja, und das war es eigentlich auch schon zu diesem kleinen Up-to-Date-Video. Wenn noch irgendwas sein sollte, ja, dann sagt es mir Bescheid. Ich hau euch die nötigen Challenges, also die, jetzt wird hier nochmal... Ich hau euch jetzt auch noch einmal die Challenges hier rein ins Video, also das Bild. Da könnt ihr euch die Challenge mal angucken, euch ein bisschen gefasst machen, was vielleicht auf euch zukommt. Wahrscheinlich nicht alles, also ich glaube nicht, dass ihr alle Challenges durchleben wird, das ist nicht möglich. Und es wird halt, ja, keine Ahnung. Was ich jetzt zum Beispiel erstmal als Ziel gesetzt habe, ist ein mindestens ein Achtelfinale oder ein 16. Finale vielleicht. Gucken, wie viele sich anmelden, ob ich das hinkriege. Ja, ihr seht hier dann gleich, es wird auch die Challenge normales Battle geben oder Turnierleiter-Disc oder Safe-Disc, also ganz aufs Battle müsst ihr nicht verzichten, also zumindest diejenigen, die diese Challenge bekommen. Puh, genug am ein Stück geredet, das war's, ich bin Mowry Justin, was auch immer ihr mich nennen wollt, von mir aus könnt ihr mich auch krasser Typ 95 nennen. Das war das Infovideo und ja, ich habe auf Mowry Rap Battle Channel Ding noch einmal ein krasses Video hochgeladen, das finde ich einfach ganz cool. Alle Hooks der Staffel 1 und 2. Ich fand es ein bisschen cool, wie es so angefangen hat, mit den guten alten Dudes wie SPS, Meisterreim, etc. Und es ist irgendwie gefühlt 30% Psydo, 70% andere Teilnehmer. Könnt ihr mal reingucken. Und wenn ihr noch welche Fragen, Vorschläge, was immer habt, schreibt mich an. Ich bin immer offen. Ich antworte auch meistens, wenn ich Zeit habe. Und ja, das war es jetzt echt mit dem Infovideo. Und au revoir, meine Freunde.